Italienische Zollfahnder haben im Hafen von Genua mehr als 2 Tonnen Kokain aus Kolumbien sichergestellt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den größten Drogenfund der letzten 25 Jahre mit einem Marktwert von rund 500 Millionen Euro. Die Drogen seien bereits am 23. Januar während der Operation Genuesischer Schnee in einem Schiffscontainer entdeckt worden. Das Schiff aus Kolumbien war mit seiner illegalen Ladung auf dem Weg nach Barcelona. Das Kokain stammt von verschiedenen Verbrechersyndikaten, die dem kolumbianischen Drogenkartell Clan del Golfo angehören. Bei dem Polizeieinsatz sei ein 59 Jahre alter Mann aus Spanien festgenommen worden. An der Operation waren demnach auch Behörden in Kolumbien, Spanien und Großbritannien beteiligt.